Hallo Sportsfreunde, wir haben Sonntag, den 13. Der zweite Preisflug liegt an. Wir fliegen heute in Fluggemeinschaft. Für mich sind das so circa 200 Kilometer. Aber die letzten 10 Tage, das möchte ich euch auch erzählen, waren natürlich durch andere Sachen geprägt. Die Vorbereitung ist nicht so optimal gelaufen. Meine Frau ist schwer gestürzt, hat sich dort den 12. Wirbel gebrochen. Also war im Krankenhaus und da standen die Tauben nicht an erster Stelle. Das ist nun mal so, aber glücklicherweise ist sie jetzt nach 12 Tagen doch wieder entlassen. Da kann man mal sehen, wie schnell sowas auch geht. Sie ist operiert worden. Der Schlüsselbeinbruch, der ist schon bald nur nebensächlich dabei, aber letztendlich muss ich sagen, ich bin froh, dass sie wieder da ist und für mich gibt es ein paar Aufgaben mehr. So, und jetzt wieder zu den Tauben. Ja, die Tauben sind noch nicht raus. Wir haben es jetzt kurz vor 9. Ich denke, dass sie um 9 Uhr starten werden. Hier zu Hause haben wir Sonnenschein. So um die 20 Grad wird es noch ein bisschen wärmer werden. Ja, mit den Tauben in der letzten Woche war es auch nicht so einfach. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich hier den Falken habe. So, und dann habe ich natürlich die Tauben auf kurze Strecke trainiert. Und bei jedem Trainingsflug, den ich durchgeführt habe, ich habe 3 durchgeführt, also bei 2 Trainingsflügen habe ich jeweils eine Taube verloren. Das sind dann immer die Tauben, die auch in dem ersten Flug recht weit vorne gekommen sind. Ja, das ist so, muss man mit leben, gefällt mir nicht. Aber so ist die Situation hier. An erster Stelle steht jetzt die Frau und dann kommen die Tauben. Ich denke, dass ich trotzdem alles so weit erledigt habe. Und hoffe eigentlich heute auf einen recht guten Flug. Ja, das soll zum Vorspann gewesen sein. Nun hoffen wir mal, dass die Tauben gut kommen. Guten Morgen, Sportsfreunde. Wir starten heute unseren ersten gemeinsamen Flug von Friedland. Das ist der erste FG-Flug und der erste Gruppenflug in der Gruppe 2 von 453. Wir starten unsere Tauben um 10.20 Uhr. Und das machen wir jetzt. Ich wünsche allen Teilnehmern einen guten Flug. Das ist unser Schwarm. Raus mit euch! Ab nach Hause. Wie viele sind jetzt da? Oh, shit. Wie viele sind gekommen? Wie viele sind denn da? 4. Leider haben wir das etwas verpasst. Da kommt die nächste. 4, das ist Nummer 5.
So, Sportsfreunde, das war jetzt von Viersen für mich 201 Kilometer. Ja, ist gut gelaufen jetzt. 5 Tauben sind da. Hat ja gerade begonnen. Leider haben wir die Ankunft der ersten Tauben nicht rufgekriegt. Naja, so ist es. Ja, bin ich ganz zufrieden mit der Zeit, wenn ich das jetzt so vergleiche. Nun schauen wir mal, dass noch ein paar rankommen. Ist ein später Auflass gewesen, um 10.20 Uhr. Ja, so sieht die Sache im Moment aus hier. Nun gucken wir mal noch. So, Sportsfreunde, der zweite Preisflug ist auch Geschichte. Ich bin nicht ganz zufrieden. Es waren doch ein paar Lücken dabei. Es fehlen im Moment noch 3 Tauben. Das ist in Ordnung. Ich denke, die kommen noch. Der Flug war auch nicht ganz so einfach. Sie kamen aus allen Himmelsrichtungen. Mit den ersten 5 Tauben bin ich sehr zufrieden. Es waren da auch die 4 benannten bei. Also von der Seite her alles okay. Dann müssen wir sehen, dass wir sie wieder gut aufbauen. Ja, und da geht's nächste Woche wieder weiter. Ich wünsche euch alle noch ein schönes Restwochenende und tschüss.